Ein starkes Team, uns kann man vertrauen. Durch den Vorteil, dass wir alle Hauptgewerke unter einem Dach haben, eigene Maurer, eigene Zimmerleute, eigene Schreiner, eigene Heizungssanitärleute und eigene Stuckateure, können wir jedes Bauvorhaben mit Links abwickeln und sind immer bereit, auch neue Sachen zu probieren mit einem Bauherrn oder auch mit der Forschung insgesamt. Man muss dazu sagen, das starke Team, das ist nicht nur eine Person oder zwei oder drei Personen. Nein, da kommt jeder dazu. Das fängt beim Lehrling an, über den Gesellen, über den Polier und so weiter, Kapo. Wir haben insgesamt ein richtig schlagkräftiges Team, das super zusammenarbeitet. Muss man hinzufügen, ein kräftiges Lob an unser Team. Das besteht natürlich aus der Kaufmann GmbH, aus der Eckert, Firma Eckert und Dachbau Mühlen, und zusammen mit rund 100 Leuten können wir das neue Projekte sehr gut bewältigen. Auch in Sachen Forschung arbeiten wir fest mit verschiedenen Partnern zusammen, natürlich allem voran die Hochschule Bibra mit dem Professor Schwaner vom Institut für Holzbau, der uns kräftig in der Forschung unterstützt. Natürlich auch Professor Gauber von der Hochschule Bibrach, was die energetische Seite angeht, wo wir jährlich verschiedene Projekte machen, auch mit Hochschulen und Universitäten vom Ausland, wie zum Beispiel die Universität Bio-Bio in Konzeption mit Professor Heimpel und natürlich Dr. Hatt, der in Chile promoviert hat über die Passivhaustechnik. Nicht zu vergessen oder sehr wichtig natürlich auch Professor Blass mit der Uni Karlsruhe und Frau Kuhlmann mit der Uni Stuttgart. Das ist natürlich eine perfekte Sache, wenn man immer so vorne an der Forschung sein darf. Vielen Dank dafür. Und natürlich als nächster Punkt ist natürlich uns, was uns sehr am Herzen liegt, die Ausbildung. Wir unterstützen unsere Auszubildende, gehen in die Schulen, in die Work-Realschulen, Realschulen bis zum Gymnasium und möchten den jungen Leuten zeigen, wie schön ein Handwerksberuf ist. Mein Bruder, mein Vater und ich, wir haben alle selber auch eine Handwerkslehre gemacht als Zimmermann. Es gibt verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten zum Zimmermeister, zum Techniker, ja, auch vom Hauptschüler zum Bauingenieur geht ohne Probleme, und auch intern gibt es Weiterbildungsmaßnahmen, so gibt es Spezialisten hier bei uns für den Brandschutz, für den Schallschutz, für die Erdbaumaßnahmen und so weiter. Wir empfehlen jedem jungen Mädchen und so, dass man eine Handwerkslehre macht und dann eine Weiterbildung. Und es ist sehr schön, wenn man nicht nur in einer Fabrik drin steht und tagtäglich das Gleiche macht, sondern rauskommt auf die Baustellen, in verschiedene Regionen, zum Teil auch ins Ausland kommt, um zu arbeiten und von dort aus einfach die Welt zum Erblicken unter der Berufszeit. Wir freuen uns über Bewerbungen und so weiter und möchten Ihnen hiermit einmal danken, den Forschungspartnern, natürlich unserem schlagkräftigen Team für die Zusammenarbeit. Vielen Dank und viel Spaß beim Anschauen der nächsten Videos.